Officially presented by Ewa Outdoor Classics and our partners, Beretta, Steiner, VFG Weapon Care, and the Lead-Free Hunting Bullets by RWS. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin's, der Christian von Kurzwaffenausbildung.de für LowReadyMagazine.com. LowReadyMagazine.com, das neue Community-Magazin for Modern Gun Culture made in Europe. Heute von der IWA 2024 am Stand von Ruger. Ruger, amerikanische Traditionsfirma, bekannt durch unter anderem die American Rifle. Und jetzt zur IWA gibt es die American Rifle in der zweiten Generation. Und die möchte ich euch gerne vorstellen, denn ich finde, dass sie sehr, sehr gut zu unserem Markt passt. Und sie hat vor allem mindestens ein interessantes neues Feature. Die American Rifle ist definitiv eine Waffe für die Einsteigerklasse, das heißt gerade für den Jungjäger oder den Jagdanfänger sehr, sehr gut geeignet. Fangen wir von oben an. Sie kommt mit einer Picatinny-Schiene. Das heißt, sie hat bereits die Aufnahme für die meistverbreitetste Zielfernrohrmontage der Welt. Es handelt sich um eine Repetierbüchse und ihr seht, ich kann den Verschluss gar nicht öffnen. Okay, warum lässt sich die Waffe nicht öffnen? Okay, sie ist gesichert. Wir sehen jetzt hier bei der zweiten Generation der American Rifle, gibt es hier zwei Markierungen für den Sicherungsschieber bei der Waffe in gesichertem Zustand. Also, gesicherter Zustand, ich bekomme den Verschluss nicht geöffnet. Jetzt habe ich hier eine Dreistellungssicherung. Das heißt, ich habe gesichert. Ich habe die zweite Position. In der zweiten Position kann ich den Abzug nicht betätigen, aber ich kann den Verschluss öffnen. Zum Laden und Entladen zum Beispiel. So wie man es auch von klassischen Mauser 98 kennt mit der Dreistellungsflügelsicherung. Und dann natürlich, wenn ich die Waffe komplett entsichere, ich sehe auch die rote Markierung. Rot kennen wir alle, den Merkspruch Rot ist tot aus der Jagdscheinvorbereitung. Dann kann ich natürlich die Waffe abschlagen. So, dann repetiere ich, sichere die Waffe wieder oder schieße halt insgesamt weiter. Der Verschluss geht relativ gut, überhaupt kein Problem. Die Waffe hat ein herausnehmbares Magazin, in dem Fall für drei Patronen, also 3 plus 1 im Kaliber 308 oder auch 6,5 Creedmoor. Wir haben einen Cerakote-beschichteten Lauf, ein Cerakote-beschichtetes System. Wir haben einen 5,8×24 Mündungsgewinde. Die Waffe kommt mit einer Muzzle Brake, also was den Mündungsknall ja etwas erhöht, aber dafür eine Menge vom Rückstoß nimmt. Ich kann natürlich auch ganz einfach einen Schalldämpfer montieren. Des Weiteren kommt die Waffe mit einem Mündungsgewicht, welches genauso schwer ist wie die Muzzle Brake. Das heißt, wenn ich zum Beispiel irgendwo bin und man sagt, du sollst hier nicht mit Muzzle Brake schießen, dann nehme ich die Muzzle Brake runter, mache das Gewicht drauf und ich habe dann kein Schwingungsverhalten des Laufes. Das heißt, die Treffpunktlage sollte gleich bleiben. Ich würde trotzdem natürlich einen Probeschuss machen bzw. das Ganze testen, ob es tatsächlich so ist. Des Weiteren haben wir den als Akku-Trigger bekannten Abzug. Akku-Trigger bedeutet, ich muss dieses Züngel eindrücken, um den Abzug überhaupt zu betätigen. Also ihr seht, wenn ich das Züngel nicht eindrücke, dann kann ich den Abzug nicht auslösen, aber wenn ich das Züngel reingedrückt habe, dann kann ich den Abzug auslösen. Man spürt diese Abzugssicherung nicht, das ist super. Genauso wie man es von Kurzwaffen kennt, also zum Beispiel von Glock, von Walther PDP und anderen. Die haben ja auch diese Abzugszüngelsicherung. Mir persönlich gefällt das, dieses Feature. Der Schaft, grauer Polymerschaft, der modular ist, das heißt, das Cheekpiece, also die Wangenauflage, gibt es in zwei verschiedenen Größen. Die kann ich einfach über eine Schraubverbindung, und zwar hier hinten über die Riemenbügelaufnahme, in der Höhe anpassen. Und ich kann auch die Auszugslänge des Schaftes anpassen. Entsprechende Module werden mitgeliefert. Dann gibt es noch eine zweite Variante von dieser Waffe, die zeige ich euch jetzt. Neben der Standard
Version der American Rifle gibt es auch noch die sogenannte Ranch. Was ist der Unterschied Ranch zu Standard? Ist ganz einfach, es ist die Farbe. Diese hier ist beige. Alle anderen Features sind exakt gleich, bis auf die Lauflänge. Der Lauf ist auch geflutet. Er ist Cerakote beschichtet, nur in einer anderen Farbe. Wir haben eine Picatinny-Schiene, die ab Werk mitkommt. Wir haben eine Dreistellungssicherung, die jetzt einfach typisch ist für die Gen 2. Sie ist halt einfach nur kürzer und dadurch ein wenig handlicher. Natürlich verfügen beide Waffen über Aufnahme für einen Riemen. Das sollte jede Waffe, die auch in den Alltagseinsatz geht. Sie sind beide sehr, sehr leicht, sehr, sehr handlich insgesamt und auch beide im unteren Preissegment angesiedelt. Wenn du mehr Informationen über die Ruger American Rifle Standard- oder Ranch-Version Generation 2 mit der neuen Dreistellungssicherung auf dem Kolbenhals erfahren möchtest, dann besuche uns auf lowreadymagazine.com, dem neuen Community-Magazin für Modern Gun Culture in Europe. Du kannst auch zur Community beitragen. Da gibt es einen Artikel von Mo, dem Gründer, geschrieben. Und da findest du eine E-Mail-Adresse. Schreib uns einfach, wir freuen uns, von dir zu hören und dich im Team begrüßen zu dürfen. Bis dann.